Hallo liebe Kurpfälzer, herzlich willkommen zu unserer Reihe Meine Kurpfalz, meine Heimat. Und was Mainzigele so liebenswert und lebenswert macht, das zeige ich euch jetzt. Also kommt mit! Ja, liebe Kurpfälzer, wir befinden uns hier an unserem Blehlumbe-Brunnen. Den gibt es seit über 30 Jahren hier in Ziegelhausen. Blehlumbe ist so ein bisschen der Scherzname für die Ziegelhäuser. Stammt noch aus der Geschichte, als Ziegelhausen das Wäschereidorf hier am unteren Neckar war. Und der Blehlumbe-Brunnen wurde zum Beispiel früher von unserer Karnevalsgesellschaft am Aschermittwoch genommen für die Geldbeutelwäsche. Ja, liebe Kurpfälzer, wir befinden uns hier auf unserem Kuchenblech. Dieser Platz verdankt seinem Namen seiner rechteckigen Form. Auf dem Kuchenblech findet zum Beispiel Mitte Juli unsere Blehlumbe-Kerbe statt. Jeden Samstag kann man mich selber hier auf dem Markt zum Beispiel treffen. Hier kaufe ich für meine Familie leckere Produkte aus der Region ein. Seit ich vor 2 Jahren Vater geworden bin, bin ich mit meinem Sohnemann zum Beispiel auch hier hinten auf dem Spielplatz regelmäßig anzutreffen. Und besonders toll finde ich hier diese große freie Fläche, die wir haben. Da kann mein Sohnemann mit seinem Bobbycar so richtig rasen. Ja, hinter mir seht ihr unseren Eberplatz. Dieser Platz wird sehr, sehr gern genutzt für verschiedene Vereinsfeste, wie zum Beispiel unser Maibaumfest, was der Gewerbeverein einmal im Jahr ausrichtet. Ich persönlich kann mich hier an diesen Eberplatz erinnern, dass früher anlässlich der Straßenkerbe ein Kinderflohmarkt stattgefunden hat und da durfte ich damals als kleiner Junge meine Kinderspielsachen verkaufen. Und wenn ihr sehen wollt, was Ziegelhausen sonst noch zu bieten hat, dann kommt einfach mit. Wir befinden uns hier auf dem Köpfle. Im Hintergrund seht ihr unsere Köpfelhalle. Als kleiner Junge habe ich hier das Schwimmen gelernt und wahrscheinlich sogar zum selben Zeitpunkt auch das Handballspielen. Das allererste, was man sieht, wenn man von Heidelberg nach Ziegele fährt, ist hier unsere Abtei Neuburg, ein Benediktinerkloster, was es seit mehreren hundert Jahren bei uns in Ziegele gibt und ist gerade speziell im Sommer ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Ja, meine lieben Kurpfälzer, das war mein Ziegele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.